Blockige Hühner, blockige Bäume, blockige Landschaften. Das ist Minecraft, wie es PC-Spieler bereits seit über 2 Jahren kennen. Jetzt gibt es mit der Xbox 360 Edition endlich auch eine Version für Konsolen. Die hinkt dem aktuellen Stand der immer wieder verbesserten PC-Fassung um etwa ein Jahr hinterher. Sie soll aber nach und nach durch kostenlose Updates auf den aktuellen Stand gebracht werden. Um was geht's in Minecraft? Schwer zu sagen, denn Story im klassischen Sinn hat das Spiel eigentlich keine. Der Held Steve wacht eines Tages in einer blockigen Landschaft auf, mit leeren Händen und leerem Hirn. Nach und nach müssen wir herausfinden, wie man aus den Rohstoffen der Insel Werkzeuge baut. Also fällen wir mit bloßen Händen ein paar Bäume und sind damit schon mittendrin im fesselnden Spielprinzip von Minecraft. Wie der Name des Spiels vermuten lässt, spielt das Crafting, also das Bauen von Gegenständen, eine wichtige Rolle. Das geschieht in einem übersichtlichen Menü, in dem alle möglichen Objekte und die dafür nötigen Zutaten angezeigt werden. Am Anfang steht immer die Werkbank, nur mit der können wir größere Werkzeuge wie Spitzhacken oder Schaufeln basteln. Mit der Schaufel buddeln wir erstmal eine Höhle, denn nach 8 Minuten wird es Nacht und dann ist es gut, eine Zuflucht vor den herumstreunenden Monstern zu haben. Und was für ein Glück, wir stoßen gleich beim ersten Grabversuch auf Kohle. Die sollte man immer bis auf den letzten Krümel abbauen, denn die Kohle brauchen wir für Fackeln, die in der Dunkelheit Licht spenden und die verhindern, dass in der Nähe Monster auftauchen. Jetzt verpflanzen wir noch die Werkbank in unsere neu eingerichtete Höhle und können aufatmen. Die ersten Schritte in der Welt von Minecraft sind getan. Etliche Spielstunden später ist die Höhle zu einem gemütlichen Heim mit Fenster, Türen und einem Bett geworden. Außerdem haben wir einen Ofen gebaut, mehrere Truhen für unsere Rohstoffe und einen großen Turm, der weithin sichtbar ist und zur Orientierung dient. Denn jetzt wollen wir mal die Gegend erkunden. Davon soll uns auch der Regen nicht abhalten, der ohnehin nur optische Auswirkungen hat. Apropos Optik, per Klick auf den linken Stick können wir in die Außenperspektive schalten und so den Helden bewundern. Allerdings ist er nicht besonders hübsch und das punktgenaue Springen wird dadurch auch noch schwerer. Das ist wichtig, denn wenn Steve von weit oben herunterfällt, schadet das seiner Gesundheit. Die Herzleiste links kann man nur durch Essen wieder auffüllen. Zum Beispiel, indem man eins der in der Landschaft herumlaufenden Schweine absticht und das zurückbleibende Kotelett futtert. Profis wie wir schmeißen das Fleisch aber vorher in den Ofen und grillen es. Dann werden mehr Herzen wieder aufgefüllt. Der Bauch ist voll, jetzt wollen wir mal das Eigenheim etwas aufhübschen. Zum Beispiel mit einem automatischen Türöffner. Einfachste Lösung, wir bauen an der Werkbank eine Druckplatte und setzen die vor die Tür. Drüber laufen und schon geht die Klappe auf. Etwas komplizierter, wir nehmen einen Hebel, der die Tür auf und zu macht. Noch cooler, wir benutzen das seltene Redstone-Erz und bauen damit eine Art Stromleitung. Damit verbinden wir Hebel und Tür und können fortan das Ding aus der Ferne öffnen. Das Türbeispiel ist natürlich eine Spielerei. Mit Redstone-Schaltkreisen lassen sich auch deutlich kompliziertere Sachen bauen. Zeit für steten Nahrungsnachschub zu sorgen. Blöderweise ist es aber gerade Nacht und es regnet auch noch. Also lieber ab ins Bettchen. Schlafen regeneriert zwar keine Gesundheit, dafür ist beim Aufwachen aber immer Tag. Es ist also eine Art Zeitbeschleunigung. Aber was ist das? Draußen läuft ein Skelett herum und beschießt uns mit Pfeilen. Zum Glück vertragen Skelette und Zombies keine Sonne und verbrennen, sobald es Tag wird. Damit haben wir endlich Zeit für die Gartenarbeit. Zunächst harken wir den Untergrund, um ihn für unsere Saat vorzubereiten. Dann säen wir die Weizensamen und laufen mit dem Eimer zum Teich, um Gießwasser zu holen. Profis bauen sich gleich einen Brunnen zur ständigen Bewässerung. Bis unser Weizen jetzt aber so weit gewachsen ist, dass wir ihn ernten können, wollen wir nicht warten. Es gibt ja noch viel zu tun in Minecraft. Zum Beispiel die Höhlen und Tunnel unter den lieblichen Landschaften zu erkunden. Denn nur dort unten finden wir wertvollere Erze wie Eisen, Gold, Diamanten oder eben Redstone. Allerdings lauern in den Tiefen auch Monster wie Skelette, Zombies oder die extrem aggressiven Höhlenspinnen. Und natürlich die gemeinsten Minecraft-Monster, die grünen Creeper. Die laufen unbeirrt auf uns zu, um schließlich zu explodieren. Unbedingt davon fernhalten. Mindestens ebenso gefährlich wie die Creeper ist im Untergrund allerdings die Lava.
Wer da aus Versehen reintritt, verbrennt mit dem gesamten Inventar zu Asche. Zum Glück wacht man danach jedoch im eigenen Bett wieder auf und kann von neuem losziehen. Allerdings diesmal richtig bewaffnet. Aus Stöcken und Spinnenseide bauen wir einen Bogen. Mit dem kann man die Monster bequem aus der Ferne erledigen, sofern man genug Pfeile geschnitzt hat. Weil alleine buddeln auf Dauer langweilig ist, dürfen sich jederzeit bis zu 7 weitere Minecrafter mit eigenem Xbox Live Profil oder als Gast in eine laufende, dafür offene Partie einklinken. Bis zu 4 Leute spielen an einer Konsole im Splitscreen. Ein Riesenspaß! Wenn eine Gruppe gut koordiniert vorgeht und etwa gemeinsam Erze abbaut oder Monster jagt, geht die Arbeit richtig schnell von der Hand. Alleine ist man oft mehrere Stunden beschäftigt, nur um etwa einen Turm zu bauen. Aber Vorsicht, man kann sich gegenseitig Schaden zufügen. Duelle unter Spielern sind also auch möglich. An der Technik von Minecraft gibt es nichts zu mäkeln. Die Weitsicht ist groß, Ruckler gibt es wenn überhaupt nur im Multiplayer-Modus. Allerdings ist die Optik auch nicht gerade anspruchsvoll. Texturmods wie bei der PC-Version gibt es momentan noch nicht. Zwar ist im Hauptmenü ein Punkt für Erweiterungsdownloads, aber dort ist noch nichts zu finden. Ein Genuss ist der Soundtrack des Chemnitzer Musikers Daniel Rosenfeld. Leider verlieren die Stücke durch ständige Wiederholungen jedoch an Wirkung. In der PC-Version von Minecraft wurden sie sparsamer und damit stimmungsvoller eingesetzt. Minecraft ist auch auf der Konsole ein grandioses Spiel. Auch wenn Elemente der PC-Version wie Mods oder der monsterlose Creative Mode fehlen. Aber Spiel ist vielleicht das falsche Wort, denn Minecraft ist eher ein Baukasten. Wer von einem Spiel konkrete Ziele und Aufgaben erwartet, wird hier enttäuscht werden. Wer jedoch gern erkundet und selber kreativ wird, der ist in der Xbox 360 Edition von Minecraft gut aufgehoben.